Heute sehen wir das, was sich schon einige Zeit angekündigt hat, nämlich einen saftigen Rebound des US-Dollars. Euro-Dollar nur noch knapp über 1,9. Wir waren schon gestern, vorgestern bei 1,1070 so um den Dreh. Und wir sehen einen starken Anstieg der US-Renditen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt bei 3,6% wieder, nachdem heute der Empire State Index deutlich über der Erwartung lag und damit so ein bisschen diese Hoffnungen der Märkte auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed ein bisschen in Frage gestellt haben. Aber die Nachricht des Tages aus meiner Sicht heute, dass Apple seinen Kunden oder Kunden insgesamt 4,15% Zinsen anbietet. Und jetzt schien sich ja die Bankenkrise beruhigt zu haben. Wir hatten am Freitag Daten der Fed gesehen, dass erstmals seit Dezember die Einlagen bei US-Banken wieder gestiegen waren, auch bei Regionalbanken, also diese besonders vulnerablen mittelgroßen Banken, könnte man sagen. Aber wenn jetzt so ein Dickfisch kommt wie Apple, den so viele Amerikaner ganz einfach mit Smartphone praktisch dann Geld verschieben können. Vorher waren das ja eher informierte Investoren, die dann wissen, okay, es gibt Geldmarktfonds, die zahlen eben deutlich bessere Zinsen als meine Bank, die fast überhaupt nichts abgibt von diesen doch zuletzt so stark gestiegenen Zinsen. Und das könnte jetzt ein echter Gamechanger nochmal werden, könnte dieses Rattenrennen um Zinsen deutlich erhöhen. Schauen wir uns die Dinge mal der Reihe nach an. Apple 4,15% Zinsen, das ist mehr als das Zehnfache des Durchschnitts in den USA. Die durchschnittliche Verzinsung eines Bankkontos liegt da bei 0,38%. Das ist mehr auch als die einmonatige Staatsanleihe, die hier bezahlt wird. Etwas weniger als der Leitzins der USA, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr attraktiv. Gerade weil es eben auch sehr einfach möglich ist. Wir sehen, dass heute die Regionalbanken relativ entspannt erstmal reagiert haben. Und wir sehen auch, dass Apple nicht wirklich profitieren kann heute von dieser Meldung. Nun ist eben auch der Punkt, dass die Renditen sehr stark steigen, was Tech-Aktien belastet. Wir sehen hier vor allem Google ziemlich dick im Minus mit 3,5%. Zwischenzeitlich waren es schon 4,5% nach der Meldung. Ja, Samsung könnte zu Bing praktisch wechseln. In der Regel hat man ja, wenn man ein Android-Smartphone erwirbt, hat man dann zunächst mal eben eher Google als Bing als Suchplattform auf seinem Smartphone. Ich persönlich würde das nicht besonders gut heißen. Bing ist wirklich eine vergleichsweise miserable Suchmaschine aus meiner Sicht, zumindest im Vergleich zu Google. Die sind schlichtweg besser. Wir haben andere Aktien, die deutlich unter Druck sind, wie State Street, Finanzunternehmen 15% im Minus, Roblox, Tech-Unternehmen 13% im Minus, alles ziemlich dicke Verluste, nachdem die Daten, die Zahlen eben schlecht gewesen sind. Aber nochmal zurück zu diesen Zinsen, die hier geboten werden durch Apple. Hier sehen wir mal die Geldmarktfonds, wie sie hier an Zinsen oder was sie an Zinsen bieten. Das ist in der Regel über 4,5%, so zwischen 4,5 und 5%, aber eben deutlich mehr als die Banken. Wir haben konstante Zuflüsse eben jetzt in diese Geldmarktfonds gesehen. Neueste Daten vom Freitag nochmal 30 Milliarden nochmal obendrauf, sodass wir jetzt knapp bei 5,3 Billionen Dollar sind bei diesen Geldmarktzinsen. Und die Frage ist, kommt jetzt eben diese Bankenkrise wieder oder kommt sie nicht wieder? Wir haben vielleicht die Situation, wie hier ein Artikel auf Bloomberg zeigt. Naja, was hat den Märkten wirklich geholfen? Die Bankenkrise. Wir sahen vorher charttechnisch auch nicht besonders gut aus und dann kam diese Bankenkrise. Dadurch kam dann die Hoffnung rein, naja, die Fed kann jetzt die Zinsen nicht mehr großartig anheben, muss die Zinsen wahrscheinlich senken. Aber wenn die Bankenkrise jetzt nicht weiter eskaliert, dann kann die Fed ihren Kurs weiterfahren, müssen die Märkte sich also sorgen um das, was da in Sachen Zinsen unterwegs ist. Bisher sehen wir, dass diese ganze Erholung, diese Bärenmarkt-Rallye, aus meiner Sicht ist es noch eine, hier auf miserablem Breath, also Marktbreite, basiert. Es ist die schlechteste Marktbreite
die wir bei einer Rallye sehen seit dem Jahr 2005. Also entweder müssen jetzt auch die anderen Aktien steigen oder muss es Apple und Co. wieder nach oben ziehen. Hier Mike Wilson, der ohnehin skeptisch dieser Rallye gegenübersteht, so wie ich auch, sagt, also das es ist schlichtweg so, dass das ein Schwächezeichen ist, dass so wenige Aktien steigen. Und dieser schnelle Zinsanhebungszyklus der Fed, der wird Spuren hinterlassen. Die Anleger, Investoren haben das anders gesehen. Der VIX, die Vola, die in den S&P 500 Aktien für die nächsten 30 Tage eingepreist ist, bei 17,07. Das war der Stand, den wir zuletzt hatten im Januar 2022, am 4. Januar genauer gesagt, als der S&P 500 über 4.800 Punkten stand. Am Tag danach kam das FOMC-Protokoll, wo die Fed, nämlich am 5. Januar 2022, wo die Fed damals klargemacht hat, wir werden die Zinsen anheben. Damit hatten die Märkte irgendwie nicht gerechnet. Die hatten gesagt, ach, lass die doch mal reden. Die machen doch sowieso nie was. Aber da hat man dann gesehen, dass es ernst gemeint ist. Und so sind es eben wahrscheinlich 10 Aktien, die vielleicht in den nächsten Tagen dann, in den nächsten Monaten dann 200% nochmal steigen, nämlich Apple, Google, Konsorten, wie sie alle heißen, Nvidia, die letztendlich dann ein neues Allzeithoch wieder generieren müssen im S&P 500. Aber heute Störfeuer durch den New York Fed Manufacturing Survey Index, also die Umfrage unter den Gewerbetreibenden in der Region New York, viel besser als erwartet, war eigentlich ein ziemlich dicker negativer Wert erwartet und es war ein Plus von 10,8. Wir sehen, dass die Preise weiter gestiegen sind. Also, dass letztendlich auch hier kein Nachlassen des Preisdrucks ist, sind nicht deutlich gestiegen, aber sie steigen eben weiter, sie fallen nicht. Das wiederum hat dann in der Kombination dazu geführt, dass die Renditen für Staatsanleihen gestiegen sind und der Dollar weiter gestiegen ist. Wie gesagt, Euro-Dollar nur noch knapp über 1,09. Die Märkte sind davon ausgegangen, dass wir im Juni unser Zinshoch sehen, die Terminal Rate, und dann ziemlich deutlich nach unten gehen, sodass wir dann nur noch knapp über 3% Leitzins wären im Dezember. Und hier unten sehen wir mal die Inflationserwartungen. Das schwankt so zwischen 2% im Dezember und 4,2%. Das also praktisch, hier hatten wir auch im Juni das Hoch gesehen, Juni 2022 mit über 9%, 9,1%, wenn ich es richtig erinnere. Also man geht davon aus, dass die Zinsen deutlich fallen. Derzeit ja die Inflation in der Headline 5,0%, in der Kernrate allerdings höher. Wenn Apple also jetzt 4,15% Zinsen bietet, dann kann ich damit fast schon mal die Inflation ausgleichen, und sollte die weiter fallen, dann wird das immer attraktiver. Und jetzt war Nachbar Slumpy, Schmitz Katze und wer auch immer, der war gegen den Dollar positioniert. Jeder ist long im Euro-Dollar, weil man sich gesagt hat, naja, die EZB, die hat später angefangen, die muss dann noch weiter, deutlich weiter anheben, selbst dann, wenn die Fed schon lange fertig hat. Aber das glaube ich nicht. Sobald die Fed Umkehrsignale geben würde, können sie gar nicht schnell genug gucken, wie Lagarde und Konsorten dann umfallen würden. Jetzt gibt es erste Hedgefonds, die auf eine Erholung des Dollars setzen. Und wie gesagt, wir haben jetzt eine ziemlich saftige Erholung des US-Dollars gesehen. Die Fed hat die Zinsen sehr schnell angehoben, weil sie wie die EZB die Inflation völlig unterschätzt hat. Aber sie hat dann früher kapiert, wie das Spiel ist. Die EZB hat nur ein halbes Jahr dafür gebraucht. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt die Kosten, die Zinsbelastung bei 800 Milliarden Dollar liegen. Das ist mehr als doppelt so viel wie der 15-Jahres-Durchschnitt. Und das ist natürlich für den Staatshaushalt eine schlechte Nachricht, aber für Investoren eine gute Nachricht, denn endlich gibt es wieder Zinsen, auch für Staatsanleihen. Das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten kommen. Wir haben in dieser Woche noch Fed-Speaker mit Bowman morgen angefangen, Williams, Waller, Sie alle Mester werden reden, Bostic und Cook, das wird wichtig, dann haben wir noch Konjunkturdaten, aber vor allem eben die Berichtssaison mit Tesla und Netflix, vielleicht im Hochpunkt. Heute hatten wir Charles Schwab. Dazu gleich noch mehr. Interessant auch heute Yellen, Janet Yellen, die Finanzministerin, hat gesagt, ja, also diese Sanktionen, die wir gegen Russland erlassen, die können dazu führen, dass die Dollar-Dominanz
im Risiko ist, denn diese betroffenen Nationen versuchen dann Alternativen zu entwickeln. Das finde ich schon sehr, sehr interessant, dass Janet Yellen diesen Zusammenhang durchaus checkt. Die BRICS versuchen ja hier eine eigene Währung entgegenzusetzen. Und eine andere Geschichte ist nochmal Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Da hatte Elono und andere, also Elon Musk und andere, hatten ja gewarnt in einem offenen Brief: Seid vorsichtig, lasst uns erstmal diese Entwicklung stoppen und nachdenken, welche Richtlinien wir dafür erlassen wollen, wie wir das Ganze managen wollen. Denn der CEO von Google hat jetzt gesagt, dass die KI, die von Google programmiert wurde, ganz andere Dinge tut teilweise, als programmiert wurden. Also das nährt den Verdacht, dass da irgendwie eine Eigendynamik bei dieser KI am Start ist. Und ChatGPT, heute ein Bericht, den wir bei Finanzmarktwelt von Bloomberg übernommen haben. ChatGPT entschlüsselt Fed-Signale und liegt bei Aktien richtig. Das heißt, ChatGPT liest dann aus, wenn irgendwelche Statements der Fed kommen, und ist in der Lage, sehr schnell zu erkennen, ist das dovish, ist das hawkish, oder auch bei Aktien Unternehmensmeldungen wirklich so einzuordnen, um schnell zu erkennen, was da der Fall ist. Gut, das gibt es teilweise schon, aber hier noch mit einer anderen Qualität offenkundig. Hochfrequenzhändler haben ja sofort auch solche Programme am Start, die versuchen das sehr schnell zu erkennen. Daniel Eckert sagt hier, das Prinzip Dummheit passt auch teilweise auf ChatGPT, denn er hat mit seinem Kollegen Frank Stocker mal sich praktisch oder hat ChatGPT gefragt, ja, was haben wir denn so gemacht, mein Kollege und ich, und da wurden ihnen dann völlig falsche Bücher und Arbeitgeber untergejubelt. So hätte praktisch Daniel Eckert das Buch Das Prinzip Dummheit geschrieben, das hat er definitiv nicht geschrieben, und so weiter und so fort. Also nach wie vor sehr fehlerhaft, aber eine interessante Entwicklung, die da derzeit passiert. Kommen wir nach Europa, da die EZB, ja, gespalten zwischen Centeno, wir sollten aufhören mit der Zinsanhebung, der portugiesische Notenbankchef, und Holzmann, der Österreicher, 0,5 auf jeden Fall. Wir müssen noch weitermachen. Die Märkte erwarten, dass im Juli die Zinsen bei 3,75% liegen werden. Die EZB diskutiert noch 0,25 oder 0,5 jetzt im Mai eine Anhebung. Und nicht wegen den Zinsen, sondern weil schlichtweg wir Wettbewerbsvorteile verloren haben, tun sich deutsche Autobauer sehr, sehr schwer. Die Bilderbuchgewinne der Vergangenheit sind vorbei. Warum? Man kriegt in China nicht so richtig den Fuß auf die Erde mit Elektrofahrzeugen, ist da unter ferner Liefen, spielt keine große Rolle. Da ist BYD ganz vorne, sinkende Margen. Das wird eine sehr, sehr schwere Zeit für die deutsche Autoindustrie, für die deutsche Industrie insgesamt, denn wir haben genialische Leute, die an den Schalthebeln der Macht sind, so wie Herr Greichen, der Staatssekretär von Roberto Habeck im Wirtschaftsministerium, der heute in einem Interview gesagt hat, naja, also dann sollen halt die energieintensiven Industrien abwandern, wenn sie da 1 oder 2 Cent woanders günstigeren Strom bekommen. Das zeigt so ein bisschen die Denke, man kapiert gar nicht, oder es ist einem egal, was das bedeutet. Da hängen Tausende von Arbeitsplätzen dran, da hängen Kompetenzen dran, da hängt Know-how dran, das wandert ab, das heißt Deindustrialisierung, da scheint man keine Probleme damit zu haben, genauso wenig wie die Klimastaatssekretärin den Chinesen an dem Tag, als sie Deutschland den Atomausstieg praktisch dann vollzogen hat, hat sie den Chinesen gesagt, also sie sei, als sie in China war, mit Baerbock, sie sei besorgt wegen der Kohleenergie in China. Das ist insofern schon sehr, sehr lustig, als ja wir etwa ein Drittel des gesamten Stroms mit Kohle derzeit produzieren, ein Anstieg von 8,4% zum Vorjahr. Tendenz natürlich jetzt steigend ohne Atomkraftwerke. Man will ja auch Kohle dann raus, dann muss man Flüssiggas nehmen mit ähnlich miserablem ökologischen Fußabdruck, weil das Ganze ja sehr lange transportiert werden muss, runtergekühlt werden muss, energieintensiv und so weiter und so fort. Also du kommst nicht drauf, was da alles an Absurdität möglich ist. Die Strompreise sind hoch, bleiben hoch.
Wie gesagt, wir haben die doppelten Strompreise Frankreichs, den sechsfachen CO2-Ausstoß. China wird alleine zwischen 2020 und 2025 viermal so viel mehr CO2 zusätzlich verbrauchen, als Deutschland insgesamt verbraucht. Das zeigt die Relation, mit denen wir es hier zu tun haben. Strompreise sind gestiegen, wie das Statistische Bundesamt zeigt. Und wie Erdal Yalcin hier zeigt, eine Studie hat gezeigt, dass wir mit AKWs 50 Millionen Tonnen CO2 weniger verbrauchen würden oder weniger in die Luft pusten würden, aber sei es drum, okay, wir machen weiter. Und die Deindustrialisierung, das hat auch auf der Hannover Messe der Präsident des Elektrotechnikverbandes moniert. Viele Länder gucken völlig verstört auf Deutschland. Es gibt ja bei diesen Befürwortern dieser seltsamen Politik, denkt man ja, die anderen werden uns folgen, die anderen schauen uns an und denken, mein Gott, sind die bescheuert. Dieser Widerspruch fällt ihnen nicht auf, deswegen finde ich es ganz wichtig, dass das auch mal gesagt wird, dass die anderen über uns die Köpfe schütteln. Jetzt können Schweizer oder Österreicher natürlich sagen, naja, ist doch gar nicht so schlimm, aber ihr habt auch nicht diese Stromkosten wie wir, die dann letztendlich zur Deindustrialisierung führen, die letztendlich die Zeche, die kleinen Leute bezahlen lassen, was die Privatkunden betrifft, denn die zahlen letztendlich für diesen Wahnsinn. Wer will nicht zahlen, sondern Zinsen bekommen, der guckt sich in den USA jetzt Apple an, 4,15%. Ich hatte es als Titel ja gewählt. Hier rechts sehen wir nochmal in dieser Grafik den Absturz der Bankeinlagen. Charles Schwab heute mit der Meldung, dass man 30% seiner Einlagen verloren hat. Das ist eine Menge Holz. Also erste Empfehlung, was Apple da genau vorhat und wie das wirken könnte. Und zweite Empfehlung, Mike Wilson, der warnt, Leute, da könnte etwas kommen. Nein, nein, es ist tendenziell natürlich alles bullisch. Also lesen Sie das, aber nehmen Sie diesen guten Mike Wilson auf keinen Fall ernst. Genauso wenig wie mich. Ich wünsche einen wunderbaren Feierabend und sag Servus und ciao.